So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film von Bonsai Niedernhall. Heute kümmern wir uns mal um diese wunderschöne Kupferfelsenbirne. Ihr seht selber, ich habe die einfach mal durchwachsen lassen. Und da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Wir müssen mal schneiden, müssen ein paar Entscheidungen treffen, welche Äste weg müssen. Und ja, aber ansonsten hat sie durch die Hitze ein bisschen gelitten, aber sind nur einige Blätter, die verbrannt aussehen. Ich denke, letztes Jahr war es genauso, es hat ihr nichts geschadet. Ich denke, wir kriegen die gut durch. Ich bereite alles vor, hole euch ein bisschen näher ran und dann geht's los. Bis gleich. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Äste nacheinander. Dann fangen wir mit diesen hier an. Der ist zu weit unten. Mein erster Ast ist hier. Also kommt er gleich mal weg. Dann haben wir hier einen Ast, den treibt hier rüber und treibt aber auch hier raus, sprich, er wird hier was aufbauen. Dann gehe ich her und schneide den weg, wo hier so rüber geht. Mal schauen, wie das sich hier macht. Dann haben wir hier als nächstes diesen hier. Den nehmen wir auch mal zurück. Bis hier. Hier haben wir einen, der ist wahrscheinlich vertrocknet. Ja, den nehmen wir dann hier weg. Gut, als nächstes haben wir diesen hier. Der hat hier wieder zwei Äste aufgebaut, und zwar einer unten, einer oben. Hier ist der lange. Der ist mir aber schon zu lang wieder. Haben wir hier noch irgendwo. Wir nehmen ihn mal ganz weg. Der soll frisch austreiben, wenn er will. Passt mir jetzt nicht so rein. Gut, dann kommen wir zum ersten lang. Das ist der hier. Der ist natürlich schräg gewachsen und hat hier auch keine großartigen Knospen. Will ich da auch nicht so haben. Dann schaut er mir zu dick da außen. Nehme ich ihn hier weg. Die Schnittwunden versorge ich nachher. Gut, dann haben wir hier den nächste. Ist auch wieder so ein langer. Ich sehe hier auch keine Triebe, würde ihn jetzt einfach mal hier wegnehmen, in der Hoffnung, dass er da frisch austreibt. Werden mal sehen. Der wächst hier so rüber, den lasse ich aber mal. Was mich mehr stört, ist der hier. Der wächst hier so in die anderen rein. Den nehmen wir raus. Und dann haben wir so einen kleinen Stumpen. Gut, jetzt sind wir hier drüben. Da haben wir hier
hier ein. Da gehe ich mal zurück bis hier. Und die nehmen wir auch zurück. Genauso wie den hier. Mal hier noch so zwei vertrocknete Blättchen. Die nehmen wir auch noch raus. Gut. Den hier lassen wir. Schauen wir uns das hier mal an. Gehen wir hier mal zurück. Hier gehen wir auch mal zurück. Und hier gehen wir mal zurück. Den hier, den lasse ich mal. Den nehme ich nur oben, das letzte Blatt, damit er sich da verzweigt. Den werde ich später hier rüber drahten im Herbst, so dass er hier nochmal ein bisschen Fülle kriegt. Ja, und dann kommt halt der lange hier noch. Da ist aber nichts an Trieben. Gut. Ich denke, das war soweit alles. Was ich jetzt noch mache, schau mal, die ganz braunen Blätter, die tue ich noch rausnehmen. Weil die werden sich eh nicht erholen. So, wie gesagt, ich werde hier gucken, dass ich den später hier rüber drahten kann. Hier hoffe ich, dass da noch was kommt. Ansonsten werde ich mal versuchen, den hier rüber zu holen. Müssen wir schauen. Den lasse ich mal dran. Der ist noch recht biegsam. Weggeschnitten ist gleich. Mit dem kann ich vielleicht hier, wenn nichts kommt, ein bisschen mit arbeiten, muss man schauen. Genauso mit dem hier. So, ich denke, das war soweit eigentlich alles. Ja. Viel kann man hier nicht mehr machen für heute. Ein bisschen Unkraut noch rausmachen. Ich denke, das sieht jetzt mal ganz gut aus. Das soll sich jetzt erholen. Drahten wird man nichts. Wie gesagt, das mache ich im Herbst. Sonst muss ich da alle 4 Wochen den Draht wieder entfernen und wieder nachlegen. Gut, ich werde jetzt noch die Schnittwunden versorgen, räume hier ein bisschen auf und dann ja, hole ich euch nochmal dazu, sprechen wir nochmal kurz durch, was wir gemacht haben. Bis gleich. So, die Kupferfelsenbirne, was haben wir heute gemacht? Wir haben ganz am Anfang haben wir gesehen, wir haben drei
ellenlange, über einen halben Meter lange Triebe gehabt, die auch schon richtig gut verholzt waren. Und die habe ich gekürzt bis zum ersten Blattansatz. Hier sieht man es noch, hier, hier und hier. Dann habe ich die ganzen Neutriebe etwas zurückgenommen, auch bis zum ersten Blattansatz, damit wir eine bessere Feinverzweigung bekommen. Die Richtung mancher Äste sehen jetzt vielleicht ein bisschen, naja, nicht passend aus, so wie der hier zum Beispiel, der parallel zu diesem läuft. Aber ich muss mal gucken, wenn da vorne nichts kommt, habe ich hier noch die Möglichkeit, den mir ein bisschen so rüber zu holen oder mit dem als neue Spitze auch weiterzugehen. Müssen wir einfach mal schauen. Genauso wie hier drüben. Da habe ich den gelassen, um später vielleicht, weil der noch recht biegsam ist, den etwas rüber zu holen, um hier einfach noch ein bisschen mehr Krone zu bekommen. Aber da müssen wir einfach mal schauen, was er so noch austreibt die nächsten Monate und Jahre, und werden dann entsprechend immer mit dem Ist-Zustand arbeiten. Also kann noch viel passieren. Das ist auch noch nicht so alt. Ja, das war eigentlich das Wichtigste, wo heute zu machen war. War ein ziemlich kurzes Video heute eigentlich. Aber muss ja nicht immer ewig lang gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davor haltet. Was ihr vielleicht, wo ihr den Baum seht, dass man da vielleicht irgendwelche Ideen für den weiteren Verlauf kommen. So, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentare werden super. Und wenn ihr die nächsten Filme nicht verpassen wollt, Abo und die Glocke. Immer dienstags 18.30 Uhr hier auf YouTube. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich euch das zeigen kann. Und ja, für heute war es das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, kümmert euch immer um Bäumchen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Werner.